Hallo und herzlich willkommen zur 131. Folge von Project Unstable 6. Okay. Da sind wir wieder. Ich mache gerade noch ein bisschen Ender Slack. Damit wir das Zeug haben für unsere Quantum. Für ein Quantum Entanglement Core oder wie auch immer das Ding hieß. So. So, mal kurz aus. So, dann brauchen wir den Crucible und ich bin mal gespannt, weil ich musste nämlich eben nochmal ein Rezept ändern. Wenn mir nicht was aufgefallen ist. So, ich hoffe, es funktioniert jetzt. Mal gucken, ob es funktioniert, ob wir jetzt das Quantum-Ding kriegen. Oder nicht. Bitte? Danke. Weil, ich habe nämlich festgestellt, das Rezept hat anscheinend nicht mehr funktioniert aus irgendeinem Grund. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Und zwar der Ender Slag, kann im Stoke Crucible nämlich entweder zu Soul Flux of Brimstone werden oder zu einem Quantum Displacement Core. Ja, aus irgendeinem Grund wollte es nicht die ganze Zeit zu einem Quantum Displacement Core werden, deswegen musste ich nochmal ein bisschen was nachmachen. Aber wir haben jetzt das Ding. So. Und mir ist auch was aufgefallen, was ich wieder vergessen habe. Ich hatte nämlich vorhin schon mal angefangen aufzunehmen. Dann habe ich mitgekriegt, oh verdammt, du kannst es nicht machen, weil das Rezept falsch ist oder nicht funktioniert. Und ja, daraufhin habe ich gesagt, gut, ich nehme nochmal neu auf. Und jetzt fällt mir gerade auf, dass ich trotz dessen nicht das gemacht habe, was ich eigentlich noch vorhatte. Was da ist, noch ein bisschen Stahl... Stahlrods zu machen. So, und zwar mal ein Stack. Denn wir brauchen nämlich, wenn wir uns so ein Räumchen machen wollen, ich bin noch am überlegen, was ich will, ob ich einen 3x3 Raum, 5x5 Raum, ich glaube, wir machen 5x5 Raum, weil der ist erstmal noch mit relativ, wir könnten auch, ach komm, dann machen wir ein 7x7, warum nicht? Okay. Gut. Wie gesagt, ich will ja dann erstmal testen, funktioniert es überhaupt, dass wir dort irgendwie das Zeug reinkriegen und so weiter. Das werden wir dann sehen alles. Und wenn nicht, haben wir eine kleine schöne Dimension, wo wir irgendwelche tollen Sachen drin machen können. Einfach nur hässliche Automatisierungen können da drin richtig schön kompakt gemacht werden. Und ich habe vergessen, dass ich keinen Strom habe. Und ich habe nichts mit Energie drin. Also nichts mit viel Energie. Ach ja, ist das nicht alles schön? So. Moment. Ich wollte mal gucken, weil ich brauche nämlich Steel Scaffolding und Steel Sheet Metal. Sheet Metal kriegen wir relativ einfach hin. 40 haben wir jetzt. Wir brauchen 14. Jetzt muss ich mal ganz kurz, warte mal. Zack, zack, achso. 14 habe ich gesagt. So. Also, 9. 18. Das nächste wären 27, ne? Weil wir brauchen 26, also müssten wir nochmal 14. Das heißt, wir brauchen noch ein paar mehr Stahlplatten. Okay. So, na, ich muss da die Energy-Dingens holen. Na komm. Danke. So, einmal das dorthin. Einmal das mit hierhin. So. Und dann möchte ich gerne nochmal. So, reicht. Damit haben wir das Zeug. Ein paar Steel Scaffolding haben wir ja auch. Und davon brauchen wir, glaube ich, nochmal genauso viel. Ne, brauchen wir weniger. Wir brauchen insgesamt 6 weniger. So. Also wir brauchen 42 hiervon. Und ihr habt da halt 6 weniger, also 36. So, zack, zack. Und dafür brauche ich noch die Steel Rods. Flup. Ah gut, ist ja schnell gemacht, was wir hier brauchen. So, was hatte ich jetzt gesagt? 36, ne? So. Okay. Gut, dann bauen wir das Ding mal auf, würde ich sagen. Ich nehme noch ein bisschen Cobblestone mit. Und zwar, was muss das Ding sein? Das Ding ist 3x3. Okay, ein Eisenblock brauchen wir noch. Zack. Ist doch Eisenblock. Normal. Ja. Warum habe ich da nicht Gold genommen eigentlich? Warum ist da Eisen? Das verstehe ich nicht gerade. Ah, okay, egal. Ist ja egal. So. Wo bauen wir es erstmal hin? Brauchen wir ein bisschen Platz. Hier hinten haben wir doch eigentlich eine Fläche. Was hier hinten hin?
Oh, ich habe Block vergessen abzubauen. Ich habe nämlich ein bisschen Rubber gesammelt gehabt, weil letzte Folge hat man ja hier den Metafabricator schon mal gemacht. Muss ich mal gucken, wie eigentlich unsere Sache aussieht hier. So, also hier unsere Cyanide-Produktion. So, wir brauchen die 5 erstmal. Okay, also zack, 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 zack. Und dann das. Vorteil ist, das ist auch 3x3. Das heißt, ich kann das alles gleich so stehen lassen, wie es ist. So. Zack. Wunderbar. Und dann müssen wir jetzt im Endeffekt, ich glaube noch einen Block davon weg, wenn ich mir recht entsinne. Also die Field-Projektoren. Place 4 opponents of each other to create a crafting. Right click to get hints where the next projector needs to be. So, okay. Gut, und da sehen wir praktisch jetzt, okay, es muss noch ein weiter weg. Weil ansonsten sind hier drei Felder, das ist okay, also noch ein weiter weg. Gut. Zack, zack. So, und jetzt haben wir hier wunderschön, genau. Und dann kommt da einer hin. Und dann kommen die jetzt hier hin. Kann ich den hier oben drauf packen? Ja. So, zack. Oder? Und dann sehen wir jetzt praktisch, er hat das Ding schon gescannt. Wir sehen es wunderbar. Es zeigt es wunderbar an. Würden wir eine größere Sache machen wollen, müssten wir die noch zwei Blöcke weiter nach hinten setzen. So, und jetzt brauchen wir folgendes. Brauchen wir einfach Enderperlen. Enderperlen. Und dann einmal flupp. Die Enderperle rein. Drauf, rein. Wie war das? Muss ich rechtsklicken? Nee, warte, wie musste ich. Ich hab. Warte. Hab doch noch was offen. Show in the field. Okay, und dann. Moment. Es sagt mir nicht, was mich interessiert. So, triggered by the field projector each es steht nicht da, wie man es triggert. Das ist toll. Muss ich rechtsklicken? Nein. Muss das irgendwie hier reingeworfen werden? Gegen? Nee. Bild mir ein, ich muss das irgendwie werfen. Dann muss ich denn das Feld größer machen, dass es da reinpasst. Okay, jetzt bin ich gerade überfragt. Moment. Da wollte ich hin. Brauchen die Dinger Strom? Eigentlich nicht, ne? Aspect Tunnels, Crafting, so. 4 Dinger, so, dann, once you placed correctly and then no blocks obstructing, should be visualized. If you need, genau dieser Teil steht nicht drin. Das kann nicht sein. Oder brauchte ich? Warte, habe ich mich vertan? Ich glaube, der Mittelblock muss gar nicht gefüllt sein. Hatte ich das? Ich habe nämlich jetzt nicht gezählt, wie viel es sind. Huch! Nein, falsch! Ah! Okay. Ich war doof. Es war alles richtig. Ich war einfach nur doof. Gucken wir mal das wieder aus hier. So. Yay! Okay, ich muss einfach nur den Mittelblock freilassen. Okay, gut, alles klar. Man darf auch mal doof sein und vergessen, wie die eigenen Rezepte lauten. Okay. Okay, nächster. Oh Mann. Ah. Gut, so. Und letzter. Ups, falsch. Oh Mann.
Ja. Ich hätte einfach nur mitzählen müssen, wie viele Blöcke ich platziere, aber ich bin einfach davon ausgegangen, dass ich recht habe. Aber, da sieht man mal. Ja. So. Okay. Damit haben wir 27 Compact Machine Walls. Damit können wir jetzt erstmal das Ding hier aufbauen. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So. Und diesmal weiß ich wie. Und zwar kommt in die Mitte ein Eisenblock. So, und dann müssen wir die Quantum Displacement Core draufballern. Und jetzt bekommen wir unsere wunderschöne... Irgendwie ist das ein bisschen off. Off-centered irgendwie gerade alles. Ist schön laut und dauert lange. Das Ding. Wir könnten übrigens, falls ihr diese Laser mal deaktivieren wollt, könnten einen Hebel nehmen. Und dann könnt ihr sie ausschalten. Nur falls es euch interessiert. So. Okay. Wir haben eine Compact Machine. Yay. A normal Compact Machine provides a 7x7x7 room. Wunderbar. So, ich futter nochmal kurz was. Irgendwas. Wir müssen auch mal unser Essen noch ein bisschen weiter verbessern, dass wir, mehrere unterschiedliche Sachen haben. Aber dazu dann. So. Nom 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 nom. Wunderbar. Okay, wir brauchen noch ein Personal Shrinking Device. Dafür brauchen wir noch einen Advanced Computer. Dafür brauchen wir den, dafür brauchen wir das. Dafür brauchen wir... Okay, wir brauchen einen Computer. Brauchen erstmal irgendeinen Computer. Von dem ich... Ich habe die Glasscheibe. Okay. Iron Plate. So, und, was brauche ich noch? Ein Simple Circuit, ne? So, okay. Und dann können wir uns nämlich den Computer machen. Den müssen wir dann upgraden zu einem Advanced Computer. Dafür brauchen wir nochmal ein Basic. Kann ich auch gleich mal einen Auftrag geben. Goldplatten können wir auch machen. Wunderbar, dann gleich go. Achso, nein. Okay, wir müssen warten, bis er irgendwo was frei hat. Er macht wahrscheinlich gerade wieder Chips. Ach ja... Aber wir haben schon mal die Compact Machine, das ist schon mal toll. Na komm. Nein, nein. Nein. Versuche jetzt so schnell wie möglich. Danke. Ha. Okay. Zack, zack. Computer. Zack, zack. Auch noch die Golddinger. Und dann muss der Computer, muss dann in den Compactor. Und dann muss das Ding... mit einem Eimer Resonant Ender übergossen werden. Okay. So, zack. Advanced Computer. Den einmal... Ja, kann ich auch hier reinpacken, ist ja egal. So, das kann einmal alles weg. Und wir können uns jetzt Compact Machines machen. Damit können wir, wie gesagt, alle Sachen, die hässlich zu automatisieren sind, können wir da drinnen hässlich automatisieren und haben dann einen Block, der praktisch unsere Automatisierung ist, die wir auch mitnehmen können. Das heißt, wir können irgendwas automatisieren, was, keine Ahnung, irgendwas verarbeitet in irgendeiner Form und könnten das überall dann hinstellen, weil wir einfach den Block abbauen können. Und dann... Warum geht das jetzt nicht? Pocket Computer 1. Es ist die 1. Wahrscheinlich, weil es ein MBT-Tag hat, nehme ich an, ne? Ich hasse es. Teilweise die ganzen Rezepte funktionieren mit einmal nicht mehr. Früher haben die funktioniert. Dann gab es ein Craft-Tweaker-Update und seitdem funktionieren die nicht mehr. Es nervt mich. Es gibt so viele Sachen, die nicht mehr funktionieren, die am Anfang funktioniert haben. So, was war das jetzt? Was wollte ich machen? Compact Machines, ne? Okay, Moment. Pocket Computer. Eigentlich ist aber falsch. Eigentlich ist es immer komplett egal, welcher NBT-Tag. Ich verstehe das immer nicht. Computer Craft Pocket Computer 1. Und
hiermit können wir Computercraft Pocket Computer 1. Ich verstehe es einfach nicht. Weil normalerweise, wie gesagt, normalerweise ignoriert er NBT in den Rezepten. Und mal ignoriert er es, mal nicht, mal. Oh, es ist. Ich hasse es. Das ist wirklich nervig. Okay, ich mache jetzt Folgendes. Gib mir meinen Computer, dass wir irgendwie vorankommen. Wahrscheinlich wegen dem Tag. Anders kann ich es mir nicht erklären. Nein, es geht gar nicht. Alles klar. Okay. Warum nicht? Aber das Ding auf einmal einen Tag hat. Natürlich. Moment. So geht's. Es kann doch nicht sein. Okay, Moment, ich muss mir kurz was aufschreiben. Dass wieder das nächste Rezept nicht funktioniert. Es gibt im Moment so viele Rezepte, die nicht funktionieren, weil einfach durch das Craft Tweaker Update damals alles durcheinander gekommen ist. So, Mensch. Wie ist das Ding? Personal Shrinking Device. Shrinking Device. Huch. Ich hasse es einfach. Okay. Gut, wir haben aber jetzt ein Personal Shrinking Device. Damit können wir jetzt auch das theoretisch nochmal angucken, wie wir das craften müssen, aber wie gesagt, normalerweise. Ja. Okay. Ich finde es erstaunlich, dass das Ding da unten ist. Warum ist es. Das ist so off-centered. Okay, gut, egal. So, wir haben eine Compact Machine, die können wir irgendwohin platzieren. Die können wir einfach wieder abbauen. Funktioniert. Und wir können mit Shift-Rechtsklick. Mit dem normalen Rechtsklick? Mit dem normalen Rechtsklick. Können wir die Dimensionen betrachten? Stop. Und tada! Willkommen in unserem Raum. Das ist unser kleines Räumchen, unser kleines 7x7 Räumchen, was wir gemacht haben eben. Und wenn wir raus wollen, können wir einfach auf eine Wand rechts legen mit dem Personal Shrinking Device und wir sind wieder draußen. Wunderbar. Und wie gesagt, wir können jetzt abbauen und können die überall hinsetzen, wo wir wollen. Das ist toll. So. Und was wir jetzt mal probieren könnten. Ich bin immer noch im Cheat Mode, merke ich gerade. Tschüss. Ich wollte nämlich noch was machen und zwar Compact Machines. Wir gucken mal ganz kurz. Da gibt es nämlich noch diese wunderschönen Tunnel. Used to connect wall blocks with outside compact machine faces. Es kann nämlich sein, dass das mit allem funktioniert. Also wir brauchen einen Ender Chip. Redstone, Compact Machine Wall und Hopper. Wir können natürlich auch ein Redstone Interface machen, damit das Ding auch mit Redstone arbeiten kann, aber das brauchen wir erstmal nicht. So, Compact Machine, wir brauchen einen Hopper. Den habe ich glaube ich nicht mehr. Also Kiste und Eisen. So. Hopper. Wir brauchen noch 8 Redstone. 8. So, mal gucken. Und das war's, ne? Jetzt brauchen wir nur den Chip. Okay. So, müssen wir mal einen nochmal machen. Okay. Und da drinnen können wir, wie gesagt, solche Sachen machen, wie beispielsweise automatisiert die ganzen Sachen da reinpacken und über Subnetzwerke und bladiblub. Können wir dann, wenn es mit ME funktioniert, was es, glaube ich, sollte. Ich weiß es aber nicht genau. Und wir können das ganz einfach testen. Wenn ich mal gucke, hier haben wir noch Channel frei. So, ich pack das Ding mal hier hin. Beziehungsweise, ne, wir packen das danach dran. Erstmal müssen wir gucken, dass wir drin den Anschluss bauen. So. Achso, kacke mal ich denn. Was wollte ich gerade machen? Ich wollte irgendwas. Ah, Chip. So. Gut, dann bauen wir mal das nächste Ding auf. Und holen uns mal das. Du. Zack. Und dann. Zack, 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 zack. Zack. Ups. Es kann natürlich sein, dass es nur mit Eisen funktioniert. Ich weiß es nicht. Zack. Und. Pow. Pow. Danke. Ich muss von draußen reinwerfen. Okay. Wie. Es wird wie größer? Flup. Zack. So, wir haben Talle. Ciao. Gut.
Wunderbar. Ah, Comeback Machines sind nämlich sehr, sehr praktisch. Wenn wir, wie gesagt, die Automatisierung dann machen wollen. So, dann gehen wir mal in unsere Maschine rein und gucken mal mit dem Panel. Jetzt habe ich nie geguckt, auf welche Seite ich gucken muss. Das wird doof. Okay. Moment, wir gehen mal raus. Ich muss mal gucken, welche Himmelsrichtung das ist. Ich glaube, Osten, oder? Moment. Side East, genau. Osten. Okay. Osten. Oder machen wir jetzt einfach mal hier so ein Kabel dran. So ein Ding. Kann ich hier noch irgendwas machen? Up, North. Ah, ich kann. Ah, okay. Das ist. Okay. Okay, das ist cool. Das wusste ich nicht. Das heißt, ich kann es an jede Seite setzen, kann aber einstellen, welche Seite ich gerne hätte. Okay, das ist cool. Das ist cool. Okay, gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein Ding, was nach Osten angeschlossen ist. Dieses ewige Hin- und Herhüpfe. So. Funktionierst du? Nee. Funktioniert andere Sachen erstmal. Ah, beziehungsweise vielleicht muss ich auf der Gegenseite erstmal was dagegen packen. Das kann auch sein. Warte mal. Ah, das verbindet sich. Ich guck mal ganz kurz, wenn ich was auf der, ob ich was auf der Gegenseite verbinden kann. Erstmal. Moment. Wenn ich das hier hinpacke. Ich weiß ja nicht, inwiefern das Ding jetzt praktisch guckt, was da irgendwie dahinter ist. Kenn das System jetzt nie. Schade. Okay. Ich will aber noch was anderes testen. Und zwar Storage Bus und Interface Kombination. Mhm. Vielleicht geht sowas. Vielleicht können wir auf der einen Seite nämlich ein Interface dran packen und von der anderen Seite mit dem Storage Bus drauf zugreifen. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube es überhaupt nicht. Aber nun gut. Weil ich nicht weiß, inwiefern der Tunnel jetzt wirklich. Used to connect wall blocks with outside component machines. Ja. So. Ich nehme an, es wird nicht funktionieren, aber ich habe vergessen, Strom mitzunehmen. Oder habe ich die Energy Cell? Nee, ne? Nee. Moment. Bauen wir das Ding trotzdem mal dran. So. Das müssen wir auch erstmal noch anschließen hier. Das hat keinen Strom. Und dann brauche ich mal. Und die Cell. Habe ich noch einen Acceptor? Ja. Wunderbar. Gucken wir mal. Also ich glaube, es wird nicht funktionieren. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Man sollte auch irgendwas mitnehmen, dass man sich angucken kann, was in diesem Netzwerk gerade angezeigt wird. Wie beispielsweise ein Terminal oder sowas. Okay. So. Ups. Jetzt habe ich wieder die Cores nicht, natürlich. So. Kurz warten. Achso, der braucht wieder so lange für die für das Quarz-Zeug. So, zack. So, zack. Wunderbar. So, Terminal. Gucken wir mal nach. Es wird nicht funktionieren. Ich bin mir 100% sicher, es wird nicht funktionieren. Es wäre schön, wenn es das tun würde, aber es wird es nicht. Ah, du funktionierst nicht. Nein, du funktionierst nicht. Huch, jetzt habe ich es abgemacht. Schön. Es ist schön. Okay. Yes.
Wir können auf unser Mesystem zugreifen. Wir können alles machen, was wir wollen. Yay! Wir können halt keine Crafting-Tasks ausgeben. Das funktioniert nicht. Oh, aber schön. Schön, 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 schön. Jetzt will ich noch mal kurz gucken. Wenn wir jetzt einmal hier eh das Zugriff haben. So eine Conduit, ne? Kann ich die verbinden? Huch. Achso, weil es schon verbunden, benutzt ist. Nee. Schade. Ich dachte jetzt, vielleicht geht eine Conduit noch. Aber geil. Das funktioniert. Das funktioniert einfach. Wir können unser komplettes Mesystem sehen. Wir können, wie gesagt, keine Crafting-Sachen machen. Also ich kann jetzt hier über ein Subnetzwerk kann ich nicht beispielsweise bestimmen, ich möchte jetzt, was haben wir automatisiert, eine Plate machen. Geht nicht. Gibt es keine Rezepte für. Aber an und für sich funktioniert es. Das heißt, wir könnten theoretisch sogar unser komplettes Flüssigkeitenlager in so ein Ding packen und könnten hier die komplette Wand zukleistern oder unser komplettes Lagersystem in einen Block packen. Ach, das ist geil. Ah, ich finde das schön. Frage ist, funktioniert es auch andersrum? Ich glaube aber, das sollte es, ne? Ja, wenn es in die eine Richtung funktioniert, sollte es logischerweise auch in die andere Richtung funktionieren. Aber das ist toll. Das heißt, wir können, weil es sind ja im Endeffekt, wir haben eine Kiste. Das heißt, ach, das ist irgendwie finde ich das gerade mega cool, dass ich wirklich auf den Block zugreifen kann. Es ist ein bisschen schade, dass es halt nicht mit einer Conduit so funktioniert, aber ich hätte noch eine andere Idee, was wir mal kurz probieren könnten. Und zwar haben wir hier im Moment 7 Channel-Benutzung. Ich will mal kurz was ausprobieren. Einfach nur aus Jux und Tollerei. Ich weiß nicht, inwiefern abgefragt wird, ob das funktioniert. Ich glaube nicht, das funktioniert nicht. Dass ich, warte, nee, wir können es einfach austesten. Nope. Schade. Ich dachte jetzt, es funktioniert, wenn ich hier jetzt beispielsweise das Interface reinsetze und hier ein Item reinpacke, dass vielleicht die Interface sich darüber kommt verbinden. Aber nein. Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit, dass ich irgendwie übersehe? Also wir können auf jeden Fall mit dem Storage Bus einsehen. Das ist mega cool. Ich finde das einfach genial. Okay. Man könnte noch was probieren mit P2P-Tunnel. Aber ich glaube wirklich, dass es nur ein Storage-System ist. Dass wir wirklich Sachen können von hier drinnen beispielsweise abfragen, was der Gegenblock ist, ja. Aber beispielsweise so ein Kabel funktioniert ja auch nicht. Es verbindet sich ja einfach nicht. Huch, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte gerne einfach nur probieren, ob die Conduit sich mit der Seite verbinden kann. Machen wir neu. Nee. Nee, das funktioniert nicht. Nein. Okay, schade. Na, aber wir haben trotzdem was rausgefunden. Was funktioniert, wie es funktioniert. Wir können immer noch theoretisch mit Importbussen arbeiten und so weiter. Hilfe. Und Exportbussen. Ja, also wir könnten theoretisch, was kann man in so Compact Machine beispielsweise machen? Man kann es so schön für eine Operationslinie beispielsweise machen, dass man beispielsweise an der einen Seite hat man einen Input, da kommen Items rein. Die werden hier drinnen irgendwie verarbeitet in irgendeiner Form und kommen dann auf der anderen Seite wieder raus. Und dann kann man praktisch wie so eine Produktionskette machen, wo man dann einzelne Teile austauschen kann oder sowas. Es ist relativ cool, weil man halt Platz hat in so einer Compact Machine. Aber wie gesagt, es ist nicht immer so das, wo man jetzt sagt, jo, ich möchte das machen. Also jedenfalls in meiner Situation. Ich finde es toll, dass es geht. Also dass es praktisch diese Dinger gibt. Aber ich will sie nicht immer für jede Automatisierung nutzen. Für hässliche Automatisierung definitiv sofort jederzeit. Das steht fest. Aber für, wenn es darum geht, die Automatisierung kann man schön machen, wie beispielsweise unsere Soto-Squartz-Crystal-Sache. Ich finde die schön. Ich finde, das gehört ins Haus und das kann man schön im Haus ausstellen.
Aber manche andere Sachen, wie beispielsweise das, was wir mit einem Fluid Transposer machen, das wird höchstwahrscheinlich hier hinlaufen in irgendeiner Form. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen könnte, wollen, würde, toll, blub. Weil ich wahrscheinlich ja eine E-System-Kontrolle bräuchte, was ich jetzt ansteuern möchte, welchen Fluid Transposer. Ich glaube, wir können auch Flüssigkeiten drüber transportieren. Und ich könnte theoretisch auch Item drüber transportieren. Das heißt, ich könnte... Ah ne, die Item Conduit hat keine Channel. Das ist das nächste, was mich stört. Warum hat die Item Conduit keine Channel? Hat die keine Channel oder hat die Channel? Moment. Ich weiß es gerade gar nicht. Doch, die hat Channel. Stimmt, sie hat... Natürlich hat die Channel, ich bin bescheuert. Das heißt, wir könnten theoretisch auch sagen, wir machen mit einer Conduit, weil die Conduit kann sich ja verbinden. Zack, ne? Damit können wir dafür sorgen, dass wir dann beispielsweise auf der einen Seite ich mach's mal kurz weg. So. Dass wir auf der einen Seite von der Compact Machine einen Input haben mit der Conduit. Auf der anderen Seite haben wir einen Output mit der Conduit. Ich glaube, das funktioniert, weil die sich direkt verbinden. Die verbinden sich ja nicht durch, ne? Die haben ja nur einen Anschluss an der Seite. Die können sich ja nicht durchverbinden. Stimmt. Das geht ja nicht. Na, dann wird es vielleicht doch nichts mit dem Channel, was ich mir überlegt habe. Wir werden uns irgendwas überlegen. Irgendwas kriegen wir auf jeden Fall hin. Und wenn es im Endeffekt einfach nur ein Haufen Multi-Storage-Chests sind, die wir hier irgendwie aufbauen oder was weiß ich nicht. Irgendwie kriegen wir das hin. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es schon mal soweit funktioniert. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, was wir dorthin schön bauen können, ist zum Beispiel ein Aufschmelzsystem, wo wir praktisch sagen, okay, wie viel Flüssigkeit haben wir, arbeite für die Flüssigkeit nach und so weiter, dass wir praktisch unser Flüssigkeitenlager dort rein vielleicht bauen und danach einfach das irgendwo ans E-System klemmen. Irgend sowas. Und dass wir praktisch dort auch die Automatisierung drin haben. Genau. So. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen in unserer kleinen Pocket Dimension. Und ja, ich baue das Ding jetzt wieder ab. Stell das irgendwo hin. Überlegen wir, was wir da reinbauen wollen, wie wir es da reinbauen wollen und warum wir es da reinbauen wollen. Und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.